Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Max unterwegs. Ich sitze hier noch hier im Home Studio, denn ich hatte tatsächlich gestern keine Lust mehr, direkt auf dem Christmas Garden in Stuttgart irgendwas hier auf die Kamera zu sprechen, denn ich war relativ schnell genervt. So schön wie die Lichtinstallationen auch sind, warum du dir die 20 Euro dort Eintritt sparen kannst, das erfährst du jetzt im folgenden Video. Viel Spaß dabei! Chill your life, Max unterwegs, your life. Wenn du dich wunderst, warum hier auf dem Video so wenig Menschen zu sehen sind, dann liegt das daran, dass ich gleich einer der ersten in der ersten Zeitspanne war, die das Gelände betreten haben. 30 Minuten später sah das dann schon ganz anders aus. Wie gern empfehle ich Veranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen, doch genauso gehört es auch dazu, die negativen Seiten aufzuzeigen. Der Christmas Garden wurde dem Corona-Konzept angepasst, angeblich. Ich löse meine Karte am Eingang, dies klappt schnell und zügig ohne Wartezeit. Allerdings wurde der Eingang und Ausgang so gelegt, dass sich diese Wege kreuzen, bedeutet kommende und gehende Gäste kommen sich in die Quere. Das große Lichterfeld ist wahrlich beeindruckend und sehr schön. Auch die Musik passt, denn die Lichtinstallationen sind in der Tat ein Hingucker. Bald folgt schon der erste Imbissstand. Um hier etwas zu erhaschen, heißt es erstmal rund 20 Meter Schlange stehen. Ich entscheide mich nach 5 Minuten Warten erst einmal weiterzugehen. Ich komme am Seerosenteich an. Vor der mittleren Toilette steht hier kein Eingang. Aber wo ist er dann? Ich nehme die nächste Toilette, auf denen es kein Desinfektionsmittel gibt und möchte von einem Weg zurück auf den anderen, die nur mit einem Seil getrennt sind, doch ich werde vom Personal nicht durchgelassen. Obwohl ich von dieser Richtung komme und den Weg weiterlaufen möchte, darf ich es nicht. Und hier ist auch ein enormes Problem. Die Wege füllen sich. Menschenmassen schieben sich durch die engen Wege, obwohl genügend Parallelwege vorhanden sind oder auch Abkürzungen, aber diese sind gesperrt. Dabei würden genau diese den Besucherstrom entzerren. Stattdessen werden die Massen eng an eng ohne Abstandsregeln durchgeschoben und ich erinnere mich stark an den Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit ähnlicher Problematik. Am Eisbärengehege vorbei besteht plötzlich Maskenpflicht. Warum, lässt sich nicht erahnen. An anderen Stellen, die enger sind oder die Besucher gegenläufig unterwegs sind, besteht die Maskenpflicht nicht. Hier achten die Ordnungshelfer penibel darauf, aber dass es öfter mit verbotenem Blitzlicht vor allem bei den Pelikanen fotografiert wird, da sagt keiner was, obwohl Ordner direkt daneben stehen. Der Mensch ist also doch wichtiger als die Tiere. Ich komme am obersten Punkt an, endlich ein Glühwein, 4 Euro. Doch wo stelle ich die Tasse ab? Wie an den anderen Ständen auch, zu wenig Stehtische und die stehen auch noch dicht beieinander statt luftig verteilt. Wirklich schön ist anschließend der beleuchtete Wald mit seiner kleinen Videopräsentation. Der anschließende Lichttunnel ist zwar schön, aber hier staut es sich enorm, dass sich viele darin fotografieren lassen wollen. Doch plötzlich wird man von den Ordnern wieder weitergescheucht, nicht stehen bleiben, keine Klumpen bilden. Also manche dürfen fotografieren, die anderen nicht. Entweder alle oder keiner. Die Wassermapping-Show ist schön, ich habe jedoch die beleuchteten Seerosen vermisst, denn etliche bekannte Installationen aus den letzten Jahren wurden nicht wieder aufgestellt. Vom Veranstalter wird eine besinnliche Zeit statt der bekannten Weihnachtsmarkt-Hektik versprochen. Ruhe und genießen, so heißt es. Pustekuchen. Nach 2,5 Stunden ziehe ich Bilanz und will einfach nur raus. Es war weder ruhig noch besinnlich. Lange stehen an den Imbissständen, ein Menschenmassenschieben durch enge Wege und einfach viel zu viele Besucher und ich frage mich, wie das gerade jetzt in dieser Zeit sein kann. Zum Abschluss gibt es noch die Himmelsleitershow, die mit hektischem Farbwechsel aufwartet. Wer sich für 20 Euro gerne durch enge Wege schieben lässt, dem wird es hier gefallen.
Leider ist der Christmas Garden im Gegensatz zu den letzten zwei Besuchen zum Massentourismus entartet und verliert seine ursprüngliche Idee. Dies bestätigen auch zahlreiche Bewertungen im Internet und ich hoffe, dass die Veranstalter sich diese Kritiken zu Herzen nehmen. Ob du den Christmas Garden noch besuchen willst, überlasse ich dir natürlich selbst. Ich war wohl das letzte Mal dort und hoffe, dir bald wieder ein positiveres Video präsentieren zu können. Bis dahin, mach's gut und bleib gesund!